Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge hatten wir einen etwas chaotischen Part hier mit den ganzen Katzen, Viechern und ja. Jetzt begeben wir uns zum vorletzten Part ungefähr vorm Finale des gesamten Projektes. Man sieht, ich bin ja im Kolosseum von Xanadu und ich möchte jetzt noch versuchen, Folgendes zu machen. Ich möchte einige ultimative Waffen herstellen. Für den folgenden Kampf. Was haben wir denn hier alles? Torgewalt, Gezeitensturm und Schutzengel. Oh, kann ich so herstellen. Und Schutz, oder? Jo. Dann tun wir die einfach mal herstellen, damit wir schon mal eine ultimative Waffe haben. Und zwar die für Jude. Versiegeltes, ne, wiederhergestelltes Phantasia. So. Was haben wir noch alles hier? Ich glaube, sonst kann ich nichts anderes herstellen, ne? Verdammt. Was brauche ich denn hier für Schwert, tödliches Schwert, Schallschneider und Sonnenfalke? Jägermonokel, den könnte ich ablegen. Den hat, glaube ich, Ludger ausgerüstet, ne? Dann haben wir Sonnenfalke, tödliches Schwert. Nein, Wassergelee. Mal zum Teufel. Staubschwert, Schallschneider, schwarze. Okay. Schwarzes Sonnenfeuer. Lambersch. Risikoring. Nein, das gibt's doch nicht. Okay, dann weiß ich nicht. Wieder kann man keine herstellen für Elvin vielleicht. Leuchtendes Legendär. Ort für geile Waffen, ne? Wie aussehen? Wellenzerschmetterer, C4 Schwert. Nein, schon wieder. Wie will er? Für Elise kann ich gar nichts herstellen. Geil. Nicht das Symphonia. Na, wisst ihr was? Ja. Ich hoffe, die kann man ja auch im Dingens. Ne, warte mal, bevor ich hier alles verballer. Kann ich auch mal hier gucken. Aber anscheinend kann ich hier auch nichts herstellen an ultimative Sachen. Doch hier, Pazifistenkleid. Frucht des großen Baumes. Ja, komm, ja. Muse hier und noch ein Band wahrscheinlich. Muse benutze ich nicht so oft. Da, Elise, die benutze ich oft. Dämonensiegel, Sanduhr, Frucht des großen Baumes. Erhöht Resistenz gegen Verwirrung und Gift. Nehmen wir das hier, Elise. Ist ja irgendwie so eine ultimatives Band. Und jetzt kann ich schon das wieder nicht herstellen. Ja, ich glaube, die tun ja auch alle im New Game Plus. Die kann man alle im New Game Plus, glaube ich, mitnehmen. Deswegen, ja, finde ich gut, dass man die mitnehmen kann. Mein Gott, das ist sogar besser. Ja. Nein, ich den ausrüsten. Einfach irgendwas hier herstellen, genau. Sehr gut. Meine Katze ist zurückgekehrt. Wunderbar. Kein Wassergelee, dann geh weg. So, speichern. Alles klar, dann gehen wir mal in den Kampf rein, der kommen wird. Aber erstmal tue ich mich wieder vorbereiten mit Dingens. Ja, das hier. Weiß ich nicht. Tue mal das hier. So. Ja. Wenigstens hat er eine ultimative Waffe. Sie hat irgendwie ultimative Rüstung, glaube ich. Nehme ich an. So. Würde ich auch sagen, mit dem Team hier. Und mit denen hier. Gehen wir auch in den Kampf rein. Warum hat der hat doch 9900. Achso, nee, ich glaube, das liegt an den Waffen, glaube ich. Ja, an den Waffen. Der hat ja irgendwie die Waffen, die maximal KP erhöhen. So, und zwar folgendes. Wir müssen, das habe ich schon mal irgendwie vorprobiert. Weil ich dachte, wir haben irgendwas hier übersehen. Und ja, wir haben tatsächlich noch einige Sachen hier offen. So, wenn ich den Gruppenmodus im Elite-Rang mache, dann kommen ganz am Ende noch ein paar bestimmte Gegner und die möchte ich fertig machen. Wäre wohl ein Klacks, oder? So, eine ultimative Waffe haben wir und wir haben jetzt alles weg. Wahrscheinlich. I have no fear.
So. Wow. Und ich laufe gerne mit dem Hammer rum. Da bin ich, glaube ich, immer mit rumgelaufen hier im Kolosseum, das weiß ich noch. So, Level 150 wird das ja auch nicht mehr so schwierig sein, die Gegner hier platt zu machen. Nur am Ende wird es wahrscheinlich schwieriger. Weiß ich noch nicht. Ich habe nur bis zu dem Punkt gespielt, wo diese Gegner auftauchen. Natürlich reiß ausgenommen, also Titelbildschirm ungefähr so, Bams. Aber naja, ja, schon klappen, ey. Obwohl, das müssen die stärksten optionalen Bosse dann sein. Kein Problem dann. Egal, wird schon gut gehen. Die Auto-Objekte sollten vielleicht eingeschaltet werden. Könnte ich vielleicht gebrauchen. So, wir sind übrigens alle Ex-Monster, glaube ich. Ja, ich glaube, das sind alle Ex-Monster, die wir auch bekämpfen mussten. Ich freue mich ja schon wieder, wenn ein bestimmtes hier auftaucht. Als einziges ja natürlich hier voll die beschissene Voraussetzung hat. Zum Besiegen. Und das kennt man ja. Habe ich ja auch extra, glaube ich, einen Part gemacht. Da genau der. So, komm mal her. Zack, so. Wollen wir mal ein bisschen Rampage hier machen? Sehr gut. Wie viel wir den abziehen, ey. So unmenschlich hier. Aber früher war der Komatus so überpowered, ne, aber jetzt ist das Gefühl, er wird immer schwächer. Er ist nur vorübergehend, oder was? Habe ich auch den Kampf überhaupt schaffen gleich. Ich heile mich mal. So, Strategie. Seid ihr überhaupt alle... Nein, seid ihr nicht. Warum nicht? Na. Oh. Das gibt's doch nicht, ey. Warum habe ich hier noch nur die Schützen eingestellt? Was soll das denn? Ja, da ist der majestätische Frosch. Also nicht. Ach ja, Feuer, genau. Sollte ich euch einsetzen. Ja, ich glaube, so viele kommen gar nicht mehr. Ja, du bist, glaube ich, nicht anfällig, oder? Ja. Guck mal, was ich mit angefangen von ab. Das sieht man jetzt natürlich nicht. Endlos Walzer. Keine Ahnung, ich bin irgendwann mal die Liste von Luthers Arzt hier durchgegangen. Hab mich gewundert, warum er für den Hammer und für die Pistolen jeweils zwei Arkanarzt hat. Habe ich gemerkt, er hat für seine Doppelschwerter eine Arkanart, also der zweite. Das war nicht seit wann der die hat, aber... Ich habe sie immer ausgerüstet, damit ich sie auch mal einsetzen kann. Geil, war. Ja. Wollte nur anmerken, ey. Dass ich alles natürlich so schnell wie möglich hier entdecke. Dann noch mal wieder. Nein, wie könnt ihr es wagen? Ich meine, einfach gegen die Birne. Jetzt bin ich mal gespannt, tun die jetzt automatisch irgendwie ihr Dings einsetzen, ihr verbundenes Mystic Art. Nee, nicht.
Sind da nicht schon die letzten? Sondern noch die, ne? Ich kann mich auch erinnern. Welche Level sind die in 116? Sehr gut. Jo. Und da war er weg. Ja, auch Mann. Ja, der bleibt liegen. Okay. Dann bleibt liegen. Und nein, nein, nicht als Feuer. Direkt, Mann. Da kommt danach noch Gegner. Ich weiß das gar nicht mehr. Vielleicht tot, aber das weiß ich. Eieiei. Hilfe. Warum bin ich so am Verrecken? Das macht ihn ein. Und jetzt tot. Da sind sie. Meine PS3 geht auch voll ab. Wen haben wir denn hier? Chris. Level 141. Sehr schön. Bekannt aus Tales of Symphonia, Phantasia, Chris. Und Mint, auch aus Tales of Phantasia, zwei Hauptcharaktere. Oh, mega nix hier. Dann haben wir Stan aus Tales of Destiny, der Hauptcharakter. Und Rute, auch aus Tales of Destiny. Okay. Frage ist nur, ob wir die jetzt schaffen. Ich hab Angst. Ich mach mal direkt den, ja. Die haben alle so, weiß ich nicht. Ja, alle so über 600. Okay, Mint hat jetzt nicht so viel. Verdammt! Das ging schnell. Also kommen sie auf mich los, ey. Hilfe! Ja, läuft ja schon mal gut. Hilfe! Hilfe! Ich will das alles nicht noch mal machen, deswegen... Ja, komm. Machen wir mal ein alles Teil, auch wenn er ziemlich doof wahrscheinlich jetzt gewesen ist. Oh nein, wenn jetzt wieder eine verbundene Mystikart einsetzen, ne? Habe ich ein Omega Elixier? Nö. Was? Ja, ich bin irgendwie dran. Tut mir leid, Lady, aber ich habe es auf dich abgesehen erstmal. Sogar ein Po hat mal auf uns geworfen, also auf mich. Oder erstmal auf dich wahrscheinlich. Das kann ein bisschen lange dauern wegen dem verdammten alles Teiler jetzt, aber was soll's. Oh ne, jetzt sogar in Farbe. Warum auf Elise? Und Tipo flog einfach nur die ganze Zeit da gesehen. Ja, ich ziehe aber trotzdem genug ab, habe ich so das Gefühl. Hier, sie ist eine Heilerin, deswegen muss ich sie als erst erledigen. Mach. Oh Mann, das ist so übel gerade. Ja, das war ein bisschen zu weit, glaube ich. Nein. Und mal ein paar flächendeckendere Sachen. Und zack, wir können auch doppelte Mystic Arts einsetzen. Der Schaden wird jetzt ein bisschen gebremst, leider, aber egal. Wir müssen den Partner noch mal verfüllen. Ja. Darf ich wechsle mal zum Hammer? Weil er geht mir. Ey, hier geblieben. Wieso wurde ich nicht geheilt? Oder war sie das?
Ist er. Komm mal her. Ich glaube beim Hammer erstmal. Der ist ein bisschen flächendeckend da. Sag mir nicht, du kannst auch nicht Mystic Art. Wäre ein bisschen doof. Was zum Teufel war das denn? Da war ein riesiger Power immer. Was, wer hat das denn eingesetzt? Mint? Warum kann die so geile Sachen? Hilfe. Die hat schon wieder. Warum hat die jetzt so viel AP wieder zu bekommen? Ja, okay, die kann heilen. Ich hab's ja kapiert, aber trotzdem, das ist ein bisschen zu viel gewesen gerade. Fand ich jetzt. Okay, wer setzt das ein? Hilfe! Ich habe ja gar keine Chance. Ich dachte, das wäre hier nach richtig machbar, ey. Da wär's denn nah dran. Niemand. Nein, Schärfe kannst du auch einsetzen, ey. So, zack, komm mal her. Die können sich miteinander verbinden. Nein. Nein, Mann. Hört auf. Kann sie auch eine flinke Umrundung, weil ihre Beine, die sind auch irgendwie am Leuchten. Kann man irgendjemand Elise wiederbeleben? Danke. Finde ich nett von euch. Oh, die hat eine Schwäche gegen Dunkelheit, sehe ich gerade. Danke. Boah, wir kommen ja gar nicht zum Schlag. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oh nein. Ja, das ist hart hier. Härter als jeder andere Kampf. Nein. Ich muss jetzt leider meine Mystic Art einsetzen, weil sonst setzen die ihre Mystic Art ein. So kann ich nämlich ihren Dings unterbrechen, ihren Overlimit, ihren Overdrive, was weiß ich. Oh Mann, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Danke. Nein. Wer setzt hier Dings ein? Ich war doch die ganze Zeit an ihrem Hintern am Kleben. Lass mir mal sagen, wann du bitte Zeitstopp hier eingesetzt hast. Weil ich kenne ja Mint auch aus Dingens, aus... Oh meine Güte, ey. Aus Tales of the Abyss. Kommt ja auch im Cameo-Kampf vor. Die hat sich schon wieder geheilt? Ey, wie viel? Das ist aber langsam ein bisschen unfair hier, so viel AP. Oh nee. Oh, das wird heftig. Ich habe nicht mal eine Chance, habe ich das Gefühl. Hilfe. Sehr gut. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, bringt nichts, wenn ich so lange warte. Mann, Hilfe! Warum bringt denn das nichts? Ist alle weggehauen ab, ey. Jawohl, sie brennt. Das ist gar nicht mal schlecht jetzt. Und sie ist versteinert, was? Hilfe! Boah, ihr habt echt Problem damit. Elise wieder zu bleiben, habe ich so Gefühl, ey. Beim sie muss leben. Ohne sie sind wir dran. Und hat alles mit alles Teil da noch, ne?
sehr gut. Ich muss leider auf Wind drauf gehen. Ich möchte nicht die ganze Zeit eigentlich hier auf einen drauf gehen, aber ist jetzt gerade ein bisschen überlebensabhängig. Hilfe. We can do this, ja. Ungefähr so. Boah, wir sind alle vergiftet. Nein, jetzt hat sie wieder ihren Dings an. Jetzt heilt sie sich wieder, ne? Hilfe! Oh, nee. Ich habe genau gesehen, Mint war im Overlimit, nicht die. Wollen wir mal einer sagen, warum die jetzt hier ihr Dingens bekommen? Der ist schon wieder geil, kann das sein? Da sehe ich hier Sachen. Komm mal alle her. Wir können ja auch so einen netten Trick. Kommt mal her. Das wäre doch nicht gefallen, ne? Hat nicht so viel abzieht mit Ludgar. So, sie ist leicht down. Mein Gott. Geht auf alle los, nur nicht auf sie. Ludgar, du bist der Beste. Au! Hilfe! Nein, nicht Hauptcharakter gegen Hauptcharakter. Was gibt's doch nicht, ey. Wer die heilt sich wieder? Elise, wir müssen hier jemanden hochheilen. Geh weg! Hilfe, wir verlieren ja noch. Nein! Es ist wieder gleich einer tot. Nein! Wer? Aber anscheinend können nur die beiden ihre verbundene Mystikart. Ein bisschen übel gewesen. Oh Mann. Verpisst euch! Verpisst euch! Ich weiß, ich spam gerade, ist mir egal. Komm schon. Wie schon wieder? Die ist immer noch nicht kaputt, das gibt's doch nicht. Komm schon. Aber eine ist schon mal down. Jetzt heißt es 3 gegen 4. Und die setzen schon wieder links ein. Das gibt's doch einfach nicht. Ich hätte gern Omega Elixir. Wow, ich weiß nicht, wie wir auf einmal alle am Leben sind, aber egal. So, wen knöpfe ich mir jetzt vor? Was? Warum ist sie denn wieder am Leben? Was ist das denn? Ey, was ist das? Was soll der Mist? Ich hab sie gerade erledigt, ich hab's genau gesehen. Mit Animation oder so was. Ja, ich bin tot. Mann, was war das? Warum zum Teufel lebt sie noch? Ist genau wie bei Symphonia gewesen, ey. Kann man da sagen, warum die Gegner hier nicht schrecken, wenn ich sie ganz einfach hier erledige? Die anderen sind jetzt gerade beschäftigt. So. Wer kann hier wiederbeleben, ganz ehrlich? Nein. Ah. Hilfe, geht weg. Nein, Hilfe, hört auf damit. Ey, was ist das? Ein bisschen unfair gerade, finde ich.
sie auch die ganze Zeit feig abhaut. Ich weiß, sie ist die Heilerin, aber trotzdem. Mir doch egal. Gibt's doch nicht. Sie irgendwie die hartnäckigste von allen hier ist. Guck mal her. So, jetzt aber. So, wer, du bist gleich wieder da. Gibt's doch nicht, ey. So, wer, du lebst jetzt immer noch. Da war's eher. Gibt's doch nicht. Das leben sie nicht alle. Das muss ich einen von den beiden hier erledigen. Weil mir deren Mystikart auf den Nerven geht. Ja, viel Spaß. Sie ist aber immer noch auf dem Feld. Das heißt, sie könnte jederzeit noch ihre Dings wieder einsetzen. Ihre Dingens, ihr könnt jederzeit wieder aufwachen. Na, macht mal schöneren Dingens weg, ey. So, jetzt. Au, Hilfe. Hilfe. Na, warte, jetzt kriegst du auch Fresse. Chris! Ich mach mir erstmal die Phantasia-Gruppe fertig. Nein. Obwohl, bei ihr ist das nicht so schlimm, oder? Trotzdem einfach mal ein jetzt. Wir haben jetzt fast von jedem Charakter ja die Mystik Art gesehen. So das Gefühl. So. Ich tue jetzt die ganze Zeit paranoid checken, ob die Mint jetzt kaputt ist oder nicht. Na? Auf die Fresse, auf die Omme, meine ich. Das klingt so mies. Mal schon wieder Tidal Wave. Oh, Heiler Offensive, gut. Ja, einfach abwehrt und gut ist. So, komm mal her. Nein, ich habe doch Dings gemacht. Immer ein paar andere Angriffe mal wieder einsetzen, ne? Ich hab auch Powerheimers. Sie zaubert die ganze Zeit. Ja, habe ich mir schon gedacht irgendwie, aber. Hilfe! Nächster! Oh Mann! Hilfe! Ey, das ging schnell! Ich mach kurz rein, danke. Elise, belebt Lila wieder. Sehr gut. Gut gemacht, Elise. Nein! Die sind. Die haben Dings wieder belebt. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, ist doch unfair. Wie soll ich denn so gewinnen? Was zum Teufel? Ja, mir geht so die Zeit irgendwann flöten. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wie soll ich denn so gewinnen, wenn die sich alle gegenseitig wieder beleben? Ja toll, jetzt hat sie, weiß ich nicht. Nein, nicht heilen. Gibt's doch einfach nicht, ey. Ma. Also unfair, ein bisschen.
Hilfe! Oh, ich bin beinahe tot gewesen, ey. Gibt's doch nicht, ey. Wie mies. Wir sind gleich alle tot, sehe ich gerade. Oh geil, danke. Was? Ich bin mit niemandem verbunden. Doch, ich habe eine Idee. Nein, ey. Mach keinen Mist jetzt hier. Nein. Hey, hey, was ist los? Was zum Teufel? Ey, was ein Dreck. Ah. Was ist das für ein Scheiß? Boah, muss ich jetzt echt noch trainieren für diese Bastard oder wie? Leck mich. Was denn für ein Dreck? Ja, würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.